Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Sir Hammerlocks Großwildjagd ist das DLC und wir sind momentan auf der Jagd nach bedrohten Tierarten, suchen Eier und wollen eine Monstrosität in einem Käfig einsperren. Ja, ziemlich viel Multitasking, aber wenn diese Aufgaben ohnehin schon so ziemlich alle an einem Ort sind oder halt auf einer Map oder einem Abschnitt, dann kann man ja auch gleich alles zusammen machen. Naja, ich habe schon das letzte Mal gemerkt, dass dieses SMG nicht sehr gut ist. 4750 Schaden macht das Ding. Sonst habe ich ja keine mehr. Ja, die macht weniger Schaden. Ja, die Pistolen machen schon mehr Schaden, das ist ein bisschen traurig. Die macht sehr viel Schaden. 23.000. Wie viel macht denn die? Ich tausche einfach mal das SMG gegen die Pistole aus und guck mal. Das ist ja, glaube ich, eine Waffe, schießt so schnell, wie du abdrücken kannst. Jupp. Aber bei so viel Schaden. Jo, und da haben wir schon das nächste Ei, bevor wir zum Monster-Borok kommen. Da sagt er wieder nichts. Der Typ sagt zu wenig. Das ist so demotivierend. Die Monstrosität starrt den Kammerjäger an und dieser starrt zurück. Aber wer ist das wahre Monster? Also die Monstrosität. Ich schieß sie mal an. Fang mich doch. Also dich muss ich nicht leben lassen. Boah, das Ding schießt ja grausam langsam. Aber macht viel Schaden. So, wo bleibt denn... Ungezähmter Borok. Monstrosität. Gut, mal ein bisschen weg. Ich will hier durch, du Mistvieh. Oh, die schießt echt langsam. Oh, ich habe mein Schild schon runtergeholt. Au, 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 au. Und ich sollte Deathtrap nicht holen, denn der würde die wahrscheinlich einfach vernichten. Und ich muss die in den Käfig sperren. Immerhin schleudert er mich sehr weit. Also, du musst nicht überleben. Aber du, komm. Put, 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 put. Aua. Put, put, put. So, schnell wieder raus. Raus. Ich will raus. Jetzt muss ich den noch fangen. Ach nö. Wie mache ich denn den Käfig zu? Nee, gehst du mir. Gehst du weg. Also jetzt ist er denn im Käfig, oder? Wo ist er denn? Ach, du Mistvieh. Kommst du hier rein? Einmal außenrum. So. Komm rein. Kommst du in den Käfig? Hier bin ich. Komm. Komm her. Put, put, put. So, jetzt ist er im Käfig. Und wie kriege ich den Käfig zu? Da rennt er sofort wieder raus. Ich häng fest. Ich häng fest. Okay, jetzt bin ich angepisst, du Mistvieh. Jetzt bin ich echt angepisst. Jetzt kannst du erstmal eine Runde sterben, das hast du jetzt davon. Schnell, schnell, nein! Du solltest die Monstrosität festsetzen, nicht töten! Versuchen wir es nochmal! Ja, das weiß ich auch. Ich weiß nur nicht, wie ich den scheiß Käfig zukrieg. Außerdem war ich eingeklemmt, das zählt nicht. Na gut, wo ist denn jetzt... Moment. Das Ausrüstung... Oh nee, echt jetzt? Muss ich die Aufgabe jetzt erst wieder aktivieren? Boah, oh nein. Und hier komme ich ja nicht so schnell zurück. Oh, da muss ich... Oh. Na gut. Na. Das ist jetzt extrem blöd. Ich hätte gedacht, die Monstrosität kommt einfach wieder zurück, aber nein, ich muss wieder ganz zurücklaufen und... Oh. Na gut, erster Versuch gescheitert. Nehmen wir eben den nächsten Versuch. Dieses Mal nehme ich aber ein Dingi, um schneller zu Hunters Grotto oder zu seiner Jagdhütte zurückzukommen. Aber eben den Weg hier, den muss ich laufen, da kann ich nicht fahren. Und die Eier hier, Eier zwischen Hunters Grotto... Oder, wie heißt das Ding? Ich nenne das jetzt einfach mal Jagdhütte. Den muss ich halt laufen. Bis ich dann endlich hier unten bei der Dingi-Station angekommen bin. Dauert halt auch immer ein bisschen, ne?
Ja. Das hätte jetzt besser laufen können, aber das Mistvieh hat mich halt irgendwie eingeklemmt in diesen Mistkäfig. Na gut, nicht zu viel drüber aufregen, sondern einfach machen. Ist ja egal, welches Fahrzeug ich nehme, ich muss ja einfach nur schnell weg. Oder mich schnell fortbewegen, sag ich es immer so. Irgendwie ist mein Hals gerade so ein bisschen trocken. Naja, blöder Sumpfdrifter. Du bist mir auch erstmal egal. So, hier um die Ecke und dann kann ich hier hoch. Wieder, ach ja, auf Kreis aussteigen, ich weiß. So, jetzt schnell hochrennen. Das schwarze Brett könnte ein bisschen näher sein an der Aufgabe. Und jetzt hänge ich die ganze Zeit an kleinen Steinchen fest. Na gut. Das war jetzt aber auch eins der wenigen Male, wo ich das nicht beim ersten Mal schaffe. Das ist schon seltsam. Natürlich, wenn ich aufnehme, muss ich im Käfig festsitzen. Das ist gemein. Das ist einfach gemein. So, gib her. Ich bin Dietmar von Heinrich Zimmerschneider. Ich weiß, wer du bist. Die Wahrheit. Ja, ist klar. Einen Dokumentarfilm über die Jagd. Ich weiß, dass du einen Dokumentarfilm über die Jagd drehst. Kuriosität fangen, während ich den Kommentar dazu spreche. Das hatten wir alle schon. Aufgestellt. Finde sie. Ja, das Finden ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, das Vieh da reinzulocken. So, da steht mein Dingi. Hallo, Dingi. Nee, ich wollte eigentlich... Kann ich jetzt nicht den Sitz wechseln? Doch, das geht. Ja, hallo Sumpfdrifter, du bist mir egal. Erstmal Turbo einschalten. Mit dem Turbo geht das schneller. Und wie man schon sieht, ich habe hier jetzt kein einziges Ei mehr gesehen. Ja, so sind wir doch einige schneller beim Höhleneingang. So, raus. Aussteigen. Und jetzt wieder zum Borok-Rennen. Oder zur Monstrosität, wie sie auch gerne genannt wird. Ja, aber immerhin, Hälfte der noch nicht mal die Hälfte der Folge und ich wäre einmal schon fast gestorben. Das ist doch auch was. Schön, zweiter Versuch. Aber eigentlich wäre das ja wirklich einfach, den Borok anzulocken und dann in den Käfig zu sperren, wenn man nicht im Käfig feststecken würde. Ja, und dann... Warum stecke ich heute die ganze Zeit an kleinen Steinchen fest? Das ist unfair. Was haben wir da? Ja. Immerhin. Was zum Verkaufen. Aber ein paar Waffen, die besser wären als die, die ich jetzt habe, wären auch schön. Ich habe aber keine goldenen Schlüssel mehr. Super Badass Säureborok. Nee, das ist nicht der, den ich möchte. Ungezähmter Borok. Auch nicht der, den ich möchte. Ach, ich muss... Ah, stimmt. Ich muss jetzt zuerst zu den Käfigen. Na gut. Deathrap, könntest du bitte mal hier den Super Badass ein bisschen von mir ablenken? Ablenken bringt nicht viel, ne? So wie es aussieht. Aber danke, dass meine Schilde wieder aufgeladen werden. So, weg mit dir. Sollt auch ein bisschen auf die Aufgabe gucken. Na egal. Jetzt habe ich wenigstens meinen Deathtrap, der mir schon mal alles aus dem Weg räumt, was mir hier in den Weg kommen könnte. Dann nochmal schnell zum Käfig und wieder zurück zur Monstrosität. Von mir aus. Aber jetzt gehe ich dann doch erstmal gucken, wie man den Käfig zumacht. Das weiß ich irgendwie gar nicht mehr. Aber so viel mir war, hätte der doch eigentlich von selber... Käfige stehen in Hunters Grotto rum, als immobile Symbole für die Gleichgültigkeit des Kriegers. Kammerjäger? Du musst die Monstrosität in den Käfig locken und dort festsetzen. DT, könntest du mal die Sporen... Ja, schön, dass du mich heilst, aber es wäre schöner, wenn du die Sporen ausschalten könntest, bevor du weg bist. Mach da nicht. Warum macht er das nicht? Ne, hier oben ist auch kein Schalter. Könntest du das mal sein lassen? Oh, die Waffe schießt echt langsam. Die schießt zu langsam. Aber ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie man den Käfig zumacht. Und, oh. Säurespore und Explosivspore. Es ist nicht gut, wenn mich beide verfolgen. Diese Babys noch abschießen, bevor sie bei mir explodieren. Ja, aber die Team...
die hat schon das letzte Mal nichts gemacht. Wir probieren es nochmal. Ja, bitte, geht doch. Mach da auch mal was. So, komm. Geh endlich weg. Was hast du denn Schönes für mich liegen lassen? Nicht wirklich was Schönes. Und sowas kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Sie kommt einfach nicht darüber hinweg. Das wird sie wohl nie. Naja. Holen wir uns erstmal die Monstrosität. Und... Trap 1, Fratzen 0. Ja, Deathtrap ist beschäftigt. Das soll er ruhig weitermachen. Da blinkt was. Ach, wieder eine nutzlose Waffe. Ja, na gut. Nehme ich lieber die Pistole, auch wenn mir so langsam die Munition dafür ausgeht. Und... Ach, noch über die Ecke. Komm. Terminiert! Oh, das hat viele Erfahrungspunkte gegeben. Egal. Die Monstrosität starrt den Kammerjäger an. Und dieser starrt zurück. Komm, put, put, put. Wer ist das wahre Monster? Vielleicht der, der mich dafür bezahlt. Nein, nein, Deathtrap, bitte nicht. Tut der Monstrosität nicht weh. Das ist das einzige Mal, wo du dem Gegner nicht wehtun sollst. Bitte tu das auch nicht. Nein! Du solltest die Monstrosität festsetzen, nicht töten! Ich weiß. Versuch das nochmal. Oh Gott, nein! Ich glaube, das wird in der heutigen Folge nichts mit Monstrosität festsetzen. Dann gehe ich jetzt erstmal Eier suchen. Ich suche jetzt mal ein paar Eier. Und jetzt ist Deathtrap weg. Das ist wunderbar. Dann werde ich eben erst in der nächsten Folge die Monstrosität festsetzen und offcam noch schnell mal die Aufgabe neu anwählen. Das möchte ich euch ja nicht nochmal antun, da rumzurennen. Aber hier hat er wesentlich schön aufgeräumt. Ei, 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 wo bist du denn? Ei, ei, ei. Falsche Taste, ich wollte eigentlich hier und die Aufgabe anwählen. Hier, Eier im Gesicht. Ja gut, das Gebiet ist die ganze Karte. So gesehen ja eigentlich egal, wo ich rumlaufe. Die, da sollst du einmal ein Vieh nicht töten und dann tötest du es. Der weiß auch nie, was er will. Aber ich laufe jetzt hier mal ein bisschen über die Map und guck, ob da irgendwo vielleicht noch ein paar Eier sind. Vielleicht habe ich ja Glück. Hallo, da ist doch ein Gegner. Egal. Deathtrap, könntest du dich bitte mal um die kümmern? Riesige Feuerspore. Du gehst mir jetzt auf den Sack. Ich muss meinen Frust rauslassen. Auch wenn meine Explosivmunition dir irgendwie nichts macht. Und die Pistole macht zwar schön Schaden, aber ist sehr schön langweilig. Deathtrap. Irgendwie hat der heute seinen eigenen Willen. Ich kümmere mich erstmal um die Feuerspore, während Deathtrap mit den Viechern auf dem Boden aufräumt. Ja, Viecher ist falsch gesagt. Eingeborenen. Jetzt schießt er auch auf die Spore. Was soll denn das? Na, Hauptsache das Vieh ist schnell weg. Naja, schnell ist relativ, ne? Ah, aber Fail. Das regt mich jetzt schon ein bisschen auf, dass ich schon wieder gefailt bin und das eigentlich nur wegen... Deathtrap, naja, immerhin habe ich jetzt jemanden, den ich die Schuld geben kann, dass ich gefailt bin. Oder die Mission fehlgeschlagen ist. Und bisher habe ich kein Ei gesehen. Das ist unschön. Was ist denn das da vorne? Da ist doch was. Da sehe ich doch etwas, eine Angel. Ein Stuhl und eine Angel. Wunderbar. Ja. Hm. Bin irgendwie... Ich gehe lieber wieder. Wo könnten hier Eier sein? Sind hier überhaupt Eier? Ich weiß es nicht. Bisher hat es nicht so ausgesehen. Und doch, da hinten sehe ich doch was. Da hinten sehe ich doch was. Ich wollte eigentlich Scharfschützengewehr. Da könnte doch ein Ei sein. Obwohl ich da jetzt... Teufelsmedizin, Mann. Schön. Sollte vorsichtig sein.
12 von 23. Yippie-ki-yay. Ja, gehen wir noch das Dorf ausrotten, um meine Stimmung wieder ein bisschen zu steigern. Oder lassen wir einfach Deathtrap das Dorf dezimieren. Oh, der Teufelsmedizinmann. Oh, jetzt ist mir die Munition ausgegangen für die Pistolen. Das ist ja super. So, dann werde ich mir halt noch ein bisschen Munition zulegen, während ich off-cam oder off-screen die Aufgabe neu auswähle. Wilder Krieger, weg mit wilder Krieger. Was willst du von mir? Ich soll was lokalisieren, oder wie? Ich kann dich auch nicht mehr sehen, aber ich werde nicht gehen. So, du darfst. Deathtrap. Schön, dass du meine Schilde aufladest, aber jetzt dürftest du töten und tust es nicht. Warum? Warum, Deathtrap, warum? Hier sieht es aber nicht nach Eiern aus. Gar nichts, gar nichts. Deathtrap, du könntest mir auch ein bisschen bei Eiersuche helfen, oder? Es wäre nett von dir. Oh, Momentchen mal. Ist da hinten nur... Was ist denn da hinten? Habe ich da Zeug vergessen? Immerhin ein bisschen Munition aufgesammelt für die Pistole. Nee, das ist kein Eichen. Ah, diese nervige Eiersuche. Ich denke mal nicht, dass ich hier noch eins finden werde. Boah, ich hätte doch mit der Hauptaufgabe weitermachen sollen. Ne, schon wieder falsche Taste. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Hier haben wir noch eine Aufgabe denn? Jetzt siehst du es und mehr. Ja, ich werde jetzt trotzdem mal probieren, noch die... Zwei Folgen für drei Aufgaben ist eigentlich nicht viel. Aber trotzdem, das ist jetzt so nervig, dass die eine Aufgabe in beiden Folgen... Ja gut, in der letzten habe ich ja nicht gefällt. Da habe ich gesagt, ich warte noch. Mach's heute, aber... Ein Leben zählt nichts auf Pandora. Der Kammerjäger sammelt Eier wie Murmeln. Doch wer kann dieses Murmelspiel des Lebens gewinnen? Oder sind die Eier gar keine Murmeln, sondern eine Metapher für etwas ganz anderes? Wer weiß. Okay, Alter, jetzt redest du den größeren Mist als ich und das ist schwierig. Das ist definitiv schwierig. Okay, hier waren wir ja schon. Die Eier könnten ja überall sein, das ist ein bisschen das Problem. Ja, die Waffenkiste müssen die auch machen. Weil hier oben könnte ja auch noch irgendwie eins versteckt sein. Die sind ja hier meistens ganz fies, die Leute. Die verstecken so Zeug an Orten, wo man es gar nicht vermuten würde. Oder zumindest hier nicht. Oh. Hallo, Mr. Medizinmann. Darf ich vorstellen? Deathtrap. Deathtrap, wo bist du hin? Ah, scheint in der Nähe zu sein. Oh. Und sowas kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Ja, wie gesagt, die wird nie drüber hinwegkommen. Wahrscheinlich hier. Oh, irgendwas geht da ziemlich ab. Naja, erstmal weg mit dir, du wilder Krieger. Wenn ich treffen würde. Irgendwer. Ach, du lädst die Gesundheit auf, du verdammter Teufelsmedizinmann. Wir uns erstmal um dich kümmern. Deathtrap, warum schießt du auf mich? Schieß auf ihn! Schieß auf ihn! Okay, Deathtrap ist ein bisschen verwirrt. Er hat auf mich geschossen und dem Medizinmann die Schilde aufgeladen. Naja, das stimmt nicht ganz. Den hier müssen wir abschießen. Würdest du bitte mal klatschen? Ja, Feuer. Ich muss mir unbedingt einen extra Arm bauen. Nur für High Fives! Ja, nur für High Fives! Ja, es sieht so aus, als würde ich die Eier auch nie mehr finden. Oh, das war so eine super, super, super erfolglose Folge. Aber dann nehme ich mir fürs nächste Mal ganz fest vor, den Borok oder diese wilde Bestie in den Käfig zu locken. Und nicht zu sterben. Ja, ihr könnt mich mal. Ich habe gerade was anderes vor. Ich will hier abmoderieren. Und ihr könnt mich mal in Ruhe lassen dabei. Bitte, bitte.
So, ich glaube, jetzt sind sie weg. Frustrierend, frustrierend. Aber naja. Dann werde ich das eben... Was ist denn das jetzt? Hä? Das habe ich jetzt noch gar nie gesehen. Okay. Na, ich sollte mal wieder ein bisschen Iridium farmen gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Bevor der mich angreift, sage ich einfach mal... Vielen Dank, dass ihr dabei wart, während ich so wunderbar gefällt habe. Naja. Wie versprochen. Das nächste Mal läuft es besser. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Gut, aber dann sage ich mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Und in dem Sinne sage ich Tschüssikowski.